nochmal weg, die Arbeit. Bruder, inshallah bist du größer. Wir können dir alles verbuchen. Habibi. Danke, pass auf, ciao. Haut rein, Jungs. Ciao, ciao. Wir gönnen dir alles, Habibi. Bester Mann. Oh, wenn, Bruder, ne? Ja. Boah, krass, wie weit der das geschafft hat. Respekt, ja. Was für Respekt, Junge? Wach mal auf. Das ist alles Drogengeld. Was willst du da beneiden? Was erzählst du da, Bruder? Habibi, weißt du das nicht? Jeder weiß das. Der handelt mit Drogen. Ist alles Haramgeld. Was redest du da, Mann? Der Typ hat 4 Jahre studiert. Ja, Cousin, was meinst du, was der 4 Jahre lang in der Uni gemacht hat? Der hat die ganze Universität versorgt mit Drogen. Der hat dort Weißes fertig. Man nannte ihn Abu Abiyad. Hast du einen Schaden? Der Typ hat nach seinem Studium eine Logistikfirma gegründet. Und das seit 3 Jahren. Der Typ hat 100 Mitarbeiter. Junge, hat dich im Pferd getreten oder warum bist du so dumm? Was meinst du, was die in der Firma machen, was die da verpacken in den Karton? Boah, krass, Bruder, ja, was du da erzählst? Like, ich hab seine ganze Akte, scheiß auf den und sein Geld, Habibi. Oh, Cousin, Habibi, Bruder. Ach ja, Jungs, was ich noch sagen wollte, ich suche noch Mitarbeiter. Kennt ihr welche? Ah, ja, ja, Bruder, wir arbeiten. Ich meine, ich arbeite, ich komm bei dir arbeiten. Ja, ja, Cousin. Ah, echt? Ja, sehr gut, dann komm mal morgen ins Büro, bitte. Ich küsse dein Herz, bester Mann, wallah. Ich küsse deine Augen. Ich deine auch, pass auf euch auf. Bruh. Mein Schatz. Oh mein Gott, was glaubt ihr, wer sie ist? Gib mir ein Auto an, was nicht mal zu ihr gehört. Ach, die Geldgeile war doch schon immer hinter reichen Männern her, das weißt du doch. Sie hat sich bestimmt einen alten Sack geangelt, der gerade mal gehen kann. Also ich würde mich für Geld niemals so billig verkaufen. Schatz, ich bitte dich, wir sind nicht so niveaulos wie sie. Sie würde ihre Seele verkaufen für ein Stück Blech. Ach egal, scheiß auf die Schatz. Okay. Schatz, ich habe morgen doch einen Termin in meiner Kanzlei frei bekommen. Oh, danke, Schatz. Alles klar, ich komme morgen vorbei. Ja, ist doch kein Ding. Hab euch lieb, bye. Immerhin haben wir eine Freundin, die Anwältin ist. Sonst könnte sie sich das Ganze ja auch nicht leisten. Hallo, wir haben doch gesagt, sie ist nur unter reichen Männern her. Oh, stimmt. Hast du recht. Bruh. Schatz, kann ich kurz mit dir reden? Was willst du? Schatz, verzeih mir bitte. Kannst du mich bitte wieder entblocken? Ich will ganz normal mit dir reden. Ey, komm, bitte, geh einfach. Younes, wer ist das? Das ist meine Freundin. Wie deine Freundin? Seit wann hast du eine Freundin? Ja, wir sind fast verlobt. Wie? So weit seid ihr schon? Wir wissen von gar nichts. Redest du gar nicht mit uns, Younes? Ja, schon. Müsst ihr alles wissen? Schatz, es war nur ein Schulklassenkamerad. Ich habe ihn nur aus Höflichkeit geantwortet. Ey, Mädel, komm, diskutier nicht mit mir. Verarsch jemand anderen. Bruder, entspann dich mal. Sie hat doch nichts mit dem gehabt. Junge, sag mal leise. Misch dich einfach nicht ein hier. Younes, verzeih ihr doch. Das war bestimmt nur ein Missverständnis. Ja, Junge, mach doch nicht deswegen die Beziehung kaputt. Sei doch nicht so kindisch, Mann. Ist ja gut, wir reden einfach später, Schatz. Ja, ist okay jetzt. Ja, okay, ich lass euch da mal. Aber ruf mich bitte an, ja? Bruder, hat die gute Freundin? Ey, sag mal, hast du einen Schaden? Was willst du von meinen Eiern? Cousin, mach mal keine Scheiße, die sollen ein paar Perlen klar machen. Ey, verpisst euch mal, macht euch mal selber Frauen klar. Ich hab mich schon gefragt, warum ihr euch einmischt. Bruder, die sollen nur eine Perle klar machen. Dann machen wir ein Vierer-Date. Macht doch mehr Spaß. Halt's Maul, Junge, was ist mit mir? Was für Menschen ihr seid, ja? Hey Schatz, können wir kurz reden? Nein, können wir nicht. Ich will einfach eine Auszeit haben. Verstehst du das nicht? Hey Schatz, tut mir leid. Ich habe mit dir im Club nichts gehabt. Ich werde auch nicht mehr feiern gehen. Okay, bist du dir da ganz sicher? Ja, ich bin mir 100% sicher. Nee, nee. Ich lasse mich ganz sicher nicht wieder auf dich ein. Das hast du vor 2 Wochen auch gesagt. Du hast sogar auf deine Mutter geschworen, dass du nicht mehr feiern gehst. Ja, aber an diesem Wochenende hat dein Kollege Geburtstag und ich habe sie auch gefragt. Ja, klar. Ganz genau. Du wirst dich nie ändern. Hast du nicht versprochen, am 17. August um 15.30 Uhr nie wieder mit einem Mädchen zu schreiben? Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Was wollt ihr beiden überhaupt? Und woher wisst ihr das alles? Das geht dich einen Scheiß an. Was denkst du, wer dir an dem Tag geantwortet hat? Wer mir geantwortet hat? Ich habe doch mit meiner Freundin geschrieben. Und sie hat geantwortet. Habt ihr Schaden oder was? Schatz, sag mal was. Bin ich mit dir zusammen oder mit denen? Spielt doch keine Rolle. Ist dasselbe. Aha, warte mal. Hast du auch mal geantwortet? Ja, ab und zu. Aber meine Hauptaufgabe ist es, dein Instagram zu stalken. Bruh. Genau das hab ich dir gesagt. Verstehst du, check das nicht. Schuh, Jungs, was geht ab? Oh, wen haben wir denn da? Oh, Cousins, was geht ab bei euch? Gar nichts geht bei uns. Bei dir geht's viel, Cousin. Ich hab gehört, du triffst dich mit Sophia. Hä? Woher wisst ihr das? Ja, wir hören. Radar ist an, Bruder. Man hört viel.
Ja, ich hab die das erste Mal jetzt gedatet. Wir lernen uns gerade kennen. Wieso? Der fragt noch wieso, der weiß ja gar nichts über das kleine Flittchen. Flittchen? Was erzählst du da, Mann? Habibi, halb Deutschland hatte sie, du bist am Schlafen. Ist das euer Ernst, Alter? Sag mir, wer hatte was mit ihr? Like, jeder hatte was mit ihr. Ja, wer ist denn jeder? Nenn mir einen Namen. Komm, nenn mir einen Namen. Namen? Murat. Murat. Murat hatte was mit der, ja. Unser Murat? Ja, genau, unser Murat. Ja, Mann, ich hab gehört, sein Cousin hatte auch was mit ihr. Ja, genau, mit seinem Vater zusammen. Warte mal, ich ruf mal den Murat an, warte mal. Was ein Typ, ja, dann glaub nicht. Jo, Murat, ich hab eine ganz kurze Frage. Sag mal, hattest du was mit Sophia? Ach so, ja, okay. Also du hast die nur angesprochen und sie hat dir ihre Nummer nicht gegeben? Okay, also du hattest gar nichts mit ihr. Und dein Cousin? Auch nicht. Und dein Vater? Also auch nicht. Okay, Bruder, ich ruf dich später an, okay? Was labert ihr Spastista? Keiner hatte was mit der. Bruder, nicht der Murat. Der andere Murat, der andere. Sag mir, welcher andere Murat? Ich ruf den jetzt an. Aber Bruder, der andere Murat, Mann. Der hat aber kein Handy. Der hat kein Handy. Was für, der hat kein Handy? Hört auf, Scheiße zu labern, ihr Schwätzer, Alter. Ach, da bist du ja. Und, alles gut bei euch? Also bei uns ist gar nichts gut, seitdem wir gehört haben, dass du Leandro datest. Hä? Wir schreiben nur. Wir haben uns doch gar nicht getroffen. Wo ist das Problem? Wo das Problem ist? Schatz, du weißt, dass er ein richtiger Fuckboy ist, ne? Puh, was? Woher kennt ihr ihn? Woher wir den kennen? Der hat am 27.07.2015 um 19.46 Uhr mein Bild auf Instagram geliked. Nicht nur Instagram, Facebook auch, Schatz. Ja, und deswegen ist er kein Fuckboy. Ach ja, bist du dir da sicher? Mich hat er nämlich vor einem Monat angeschrieben und nach meiner Nummer gefragt. Echt? Jetzt zeig mir bitte die Nachricht. Würde ich dir ja gerne zeigen, wenn mein Account nicht gehackt worden wäre. Ich habe jetzt einen neuen Account. Aha, okay. Das Krasse ist, er hat sogar meine Mutter im Supermarkt angemacht. Im Supermarkt? Ja, der hat einfach in der Gemüseabteilung seine Handynummer auf eine Tomate geschrieben und meiner Mutter in den Einkaufswagen gelegt. Dein Ernst? Ich ruf deine Mutter sofort an. Schatz, die hat doch Alzheimer. Sie wird sich an nichts mehr erinnern können. Das weißt du doch. Nee, das ist mir aber neu. Ja, auf jeden Fall. Lass einfach die Finger von dem. Der ist nichts für dich. Ja, auf gar keinen Fall. Ach, keine Ahnung. Jetzt weiß ich auch nicht mehr. Also bei uns ist gar nichts gut, seitdem wir gehört haben, dass du Leo... Leandro. Woher wir den kennen? Der hat am 27. Juli 1915... 1915, ey! Scheiße! 1915! Ich hab grad den Charleston getanzt haben, ja! Würde ich dir ja gerne zeigen, wenn mein Account nicht gehackt worden wäre. Würde ich dir ja gerne zeigen, wenn mein Account... Blatt! Entspannt. Gar nicht mehr. In der Gemüsenabteilung seine Nummer auf einer Tomate geschrieben und ihr das in ihr Kopf geschmissen? Euer Ernst? Nein. Oder an ihr Kopf geschmissen? Nein, in ihr Kopf reingeschmissen. Ach, oh Gott! Nee, komm, klar. Okay, warte nochmal, Baby. Ja, aber an diesem Wochenende hat ein Kollege. Geburtstag und ich hab sie auch. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Was wollt ihr beiden überhaupt und woher wisst ihr das überhaupt? Nein, Gott, Alter! Alles. Woher wisst ihr das alles? Und Action! Ach, egal, scheiß auf die Schatz. Wir brauchen die eh nicht. Entschuldigung, ich wollte sagen, wir brauchen die nicht. Ich hab sie unterbrochen. Nochmal. Blöd. Okay. Warte mal. Habibi! Zu viele Muskeln. Bruder! Habibi! Ja, Cousin, was meinst du, was der 4 Jahre lang in der Uni gemacht hat? Der hat Drogen vertickt, der hat die ganze Universität vertickt. Bruder, Alter! Ja, Cousin, was meinst du, was der 4 Jahre lang in der Uni gemacht hat? Der hat die ganze Universität ver... Helikopter! Abo-Helikopter! Abo-Helikopter! Achla Playboy! Achla Playboy! Abo-Playboy!
Ey, verpisst euch mal, macht euch mal selber Perlen klar. Ich hab mich schon gefragt, warum ihr euch hier anzerrt. Ah! Boah, ist so kalt, mein Mund ist eingefroren. Ey, verpisst euch mal, macht euch mal selber Frauen klar. Ich hab mich schon gefragt, warum ihr euch die ganze Zeit eingezerrt habt. Sa. Chinesen gemacht. Zu viel, der Zungenbrecher, ja, wallah. Was für, der hat kein Handy, hört auch Scheiße zu labern, ihr Schwätzer. Wallah, das kommt mir vor, als wäre das ernst. Warte, warte.